06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Herr Dr. Klapp, ihr gewinnt das Auswärtsspiel in Bocholt mit 2:1. Ihr macht den 11. Sieg in Serie, damit perfekt. Ich glaube, dann ist ein Nachmittag einfach schon wieder gelungen. Auf jeden Fall, ja. Es war ein sehr schweres Spiel. Wir mussten an unsere Grenzen gehen, aber wir haben am Ende 2:1 gewonnen und das war sehr wichtig. Ihr seid perfekt gestartet, da ist ein aufgelegt, später selbst getroffen. Oder andersrum, Erst Vorlage und dann das Tor. Aber egal, ihr seid gut ins Spiel gestartet, war das dann auch schon der Schlüssel? Ja, wir hatten einen guten Start, sonst sind wir in der ersten Halbzeit nicht so wach und heute waren wir es. War wichtig, damit sind wir gut ins Spiel gekommen, ja. Es waren jetzt 3 Punkte in dem Nachholspiel, macht es die irgendwie nochmal wertvoller? Ja, es war wichtig. Wir hatten das eine Spiel und das haben wir jetzt geholt. Haben jetzt 14 Punkte Abstand auf den 2. Platz und es geht langsam zum Endspurt. Gerrit Wickamp getroffen, den 11. Sieg in Serie, Auswärtssieg in Bocholt. Konnte man sich mehr vornehmen für den heutigen Nachmittag? Nein, auf gar keinen Fall. Also hier musst du erstmal 3 Punkte holen, das haben wir gemacht. Das haben wir auch souverän gemacht, dass das Ergebnis nicht so souverän geworden ist. Lag vor allem an uns vorne. Ich glaube, wir hätten gerade in der 2. Halbzeit das Ding auf jeden Fall schon mal auf 3-1-4 einstellen müssen. Ist uns leider nicht gelungen. Umso wichtiger, dass wir dann geschlossen als Team verteidigt haben und wenig bis gar nichts zugelassen haben und dann verdient 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Du sprichst es an, es war in der 2. Halbzeit so eine fast künstliche Spannung. Es war knapp, aber eigentlich wart ihr doch immer überlegen. Ja, das ist wohl so, wie gesagt. Ich tue mir immer schwer, ich ärgere mich nach solchen Spielen immer auch selber über mich selber, dass man dann vielleicht nicht das 2. oder das 3. gemacht hat. Aber am Ende des Tages hat man hier gewonnen und das ist das, was zählt. Und deswegen können wir jetzt eine schöne Rückfahrt haben. Und wir können das einfach weiter genießen, vor so einen Fans zu spielen. Mit den Fans die Siege zu feiern, das muss man einfach genießen. Für die Einstellung seid ihr Leistungssportler und jetzt seid ihr 14 Punkte vorne weg. Es war auch einfach wichtige 3 Punkte heute. Ja, auf jeden Fall. Es war immer dieses Nachholspiel, wo jeder schon gesagt hat, okay, die 3 Punkte haben wir oder die 3 Punkte habt ihr schon. Aber wir wussten, dass es ein schweres Stück Arbeit wird und wir haben dieses Stück Arbeit angenommen, wir haben diesen Kampf angenommen und deswegen haben wir auch verdient hier gewonnen. Thomas Kocke gewinnt mit 2:1 in Bocholt, 3 ganz wichtige Punkte nach einem wahrscheinlich auch ganz wichtigen Spiel. Ja, auf jeden Fall. Nachholspiel musst du gewinnen. Da haben wir jetzt 14 Punkte vor. War echt schweres Spiel, muss ich sagen, mit Wind, mit Platz und ja, wir haben versucht, Fußball zu spielen, aber du siehst, dass das ganz schwer ist hier. Wir haben glücklich schnell zwei Tore gemacht, dann haben wir hier ein Tor gemacht. Ja, brauche nichts zu sagen dazu und ja, wir haben einfach weitergemacht und durchgezogen. Das Spiel war bis zum Schluss irgendwo spannend, weil das Ergebnis knapp war, aber zugelassen habt ihr hinten ja eigentlich nahezu nichts, ne? Nein, 2. Halbzeit, ich weiß nicht, ob die einen Torschuss haben gehabt. Wir müssen einfach, wenn du siehst, wir stehen 2-1 vor, ist wichtig, dass wir gewinnen. Wenn wir 3-1 gewinnen, auch gut, aber wir können kein Tor mehr gegenkriegen. Und das haben wir gut dahinter gemacht und auch da vorne mit dem Press war gut. Wir können stolz sein auf die Dreier und ja, immer weiter. Sascha Hildmann, Triumphzug in Bocholt, 3 Punkte und einen eigenen Schal hast du auch noch dazu bekommen, also ein sehr gelungener Nachmittag. Ja, natürlich. Ein sehr, sehr gelungener Nachmittag, weil es das erwartet schwere Spiel war. Wir sind super reingekommen, die Partie machen 2 sehr schöne Tore. Dann ist wie aus dem Nichts, kriegst du hier den Anschlusstreffer, war eine Schwalbe, also im Fernsehen hat man es gesehen. Trotzdem 11 Meter und dann kann es hier schon ein bisschen kniffig werden. Ne? Da kannst du dann, wenn die Kulisse dann so ein bisschen kommt, aber gerade die 2. Hälfte, finde ich, haben wir so routiniert und so klar runtergespielt und haben keine Torchance mehr zugelassen und haben dann eben im Gegenteil vorne noch 3-4 richtige Dinge liegen lassen, sodass du eigentlich das Spiel früher hättest noch klarer entscheiden können. Aber dann musste aber auch so gut sein, dass du hinten keins mehr bekommst. Und es ist uns gelungen und ich muss sagen, auf diesem Platz kannst du keinen Fußball spielen. Also das kann nicht schön sein. Es ist so schwierig, der Ball verspringt, du kannst kaum Ball führen, dribbeln. Also das war teilweise schon sehr, sehr extrem. Trotzdem, du musst hier spielen, du musst hier gewinnen. Wir haben die 3 Punkte geholt und das ist mit unseren tollen Fans hier Wahnsinn. Du hast nach dem Spiel recht lange, finde ich, im Kreis noch zu den Jungs was gesagt. Was hast du ihnen da nochmal mit auf den Weg gegeben? Ich habe ihnen gesagt, in der Halbzeit, habe ich gesagt, Männer, wenn du schon 2-1 hier führst, dann muss eben für eine gute Mannschaft auch das 2-1 mal reichen. Wenn du schon keins mehr schießt, dann darfst du aber auch keins mehr bekommen. Und das hat die Mannschaft beherzigt. Deshalb habe ich sie sehr gelobt, weil sie so reif gespielt hat und einfach sich mit 3 Punkten heute mit einem sehr guten Auftritt, was hier möglich war, belohnt hat. Nach Schlusswurf warst du auch, finde ich, nochmal sehr emotional. Du hast sehr intensiv gejubelt. Waren es einfach 3 besondere Punkte? Ich jubel immer. Es sind keine besonderen Punkte. Ich freue mich über jeden Sieg und gerade hier in Bocholt war es eben sau schwer.
wir wussten das und deshalb freue ich mich umso mehr. Und es ist ja auch so ein bisschen Münsterland-Duell gewesen, würde ich mal nennen. Und deshalb freue ich mich.